wunderschönen Happy Metzeltag. Weiter geht's mit Night of the Dead, mit dabei natürlich der Yogi. Hello, Kryon. So, wir müssen hier mal ganz schnell nachladen. Nach einem kleinen Zwischenfeuer an der Kiste. Wir haben jemanden, der an unsere Tür klopft. Was? Hast du was bestellt? Nein, habe ich nicht. Hier Problem brennt ist allerdings auch. Was? Drinne brennt. Ja, unsere eine Kiste unten brennt. Der schlägt an unsere Falle. Das Problem ist, sie löst nicht aus. Warum löst sie nicht aus? Uiuiui, also wir müssen tatsächlich auch unsere Kisten natürlich mal upgraden. Irgendwie hier. Ah, jetzt hat er sich endlich mal dazu entschieden, da rumzulaufen. Sehr gut. Ja, ganz ehrlich da. Könnte es sein, da kommt noch einer angekrochen. Dass es so an sich vorbei ist? Ja, ehrlich gesagt. Ich nehme mal gleich noch ein kleines Fleisch mit, um die Falle hinten wieder aufzufüllen. Ja, sieht erstmal gut aus, ne? Ja. Aber würde ich sagen, gehen wir erstmal hier den Loot. Ah, hier ist noch ein kriechendes. Ja gut, aber kriechender ist jetzt nicht so schlimm, oder? Naja, das Schlimme war ja, dass er die Falle ausgelöst hat. Alter, was hier an Loot liegt. Alles nehmen. Loot nehmen. So, Tierchen looten hier. So, dann hole ich mal da hinten noch den Loot und hole auch gleich die Armada an Pfeilen, die wir hier hinterlassen haben. Ja. Ja, das gab ein bisschen Eisen, ein bisschen Forschungsmaterial. Also insgesamt muss ich sagen, ich bin mit unserer Base immer noch zufrieden. Sie ist absolut. Zwar nicht hochmodern, aber sie erfüllt ihren Zweck einwandfrei. Absolut. Eventuell noch ein bisschen upgraden, alles was upgraden geht. Aber ja, Kisten und natürlich auch Explosionszahlen, so, ne, definitiv. Die Frage ist halt auch bei so einem Spiel, auf was konzentriert man sich? Wie konzentriert man sich darüber, sich eine krasse Base zu bauen? Oder konzentriert man sich darauf, was ja theoretisch das eigentliche Ziel des Spiels ist, zu entkommen? Ja. Ich gehe mal bei hier der Eisenmaschine gucken. Ja, ich will auch gucken gehen. Ich habe noch ein paar Pfeile mitgenommen. Ich will ja wissen, was du da gebaut hast. Sie rödelt nicht mehr. Ist das jetzt gut oder schlecht? Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, hat 4 Eisenerz gegeben. Und 5 Stück Eisen, glaube ich. Und was und kostet Kupfer. Das? Erneut laden, Benzin und zwei Wartungskits. Ja. Was kostet so ein Wartungskit? Das kostet nicht das? viel. Warte mal, ich gehe mal nochmal gucken. Aber ich meine, das kostet nicht viel. Na dann. Und also ich meine, 4 Eisen, das ist okay. Und mein Benzin, wir kriegen aus einem Ölkanister, kriegen wir 10 Stück raus. Ja, okay. Also der kostet das ja nicht eh nichts. Wartungskit kostet 3 Eisenstück, ein Gummiring, Stoff und 40 Blätter. Oh. Angriff der Killerraben. Die Vögel. Hitchcock. Ist zu früh zu essen. Dann tue ich hier mal die Sachen raus. Nee, ich habe einen Fuchsknochen. Schade, es war kein Reh. Traurig. Traurig, aber wahr. Wo stelle ich nochmal Stoff her? War das hier? An dem mit dem Lederding, oder? Ja, hier, ja. Fleisch, Darm. Hier, wir haben da hinten noch unsere Bäume aufgestellt oder Buschfarm. Da hinten in der Ecke am Berg. So, ich bestücke jetzt mal das Eisen. Ja, das heißt, wir müssten jetzt dann eigentlich mal Richtung Koordinaten aufbrechen. Ja, ich räume noch ganz. Achso, wollen wir vielleicht vorher mal checken, ob es sowas wie Heilen gibt, dass wir heilen lernen können? Ja, das wäre natürlich eine gute Idee. Ich befürchte fast, das gibt es nicht. Anfänger, Taucher, Senior Diver, Akrobat, Kämpfer, Läufer, Geheimagent, Boxer. Kannst du die Zombies heimlich infiltrieren oder was? Tierjäger, Ingenieur, gut, Schmied, Waffen. Bilder, Baumeister. Waffen und Bauen haben wir hier. Forstarbeiter, Anfänger, also ich sehe nichts. Ich sehe ehrlich gesagt nichts. Oder?
Riot Police. Ist auch geil. Also ich meine, der Junior-Taucher ist halt insofern interessant, weil du 20% schnellere Ausdauerregeneration hast. Dann bei Kämpfer hast du weniger Ausdauerverbrauch, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Sprungkraft, weiß ich jetzt nicht so. Bewegungsgeschwindigkeit, Geräuschreduzierung. Was halt interessant ist, ist, dass zusätzlicher Schaden an Zombies 20%. Bei Tierjäger unten. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so schlecht. Anfängermarine, Angriffstempo. Heilkraft von Gegenständen, plus 25%. Bei Anfängergardist unter Kampf. Okay. Was sind denn Bewachungspunkte? Keine Ahnung. Was gibt die Bewachungspunkte Regeneration? Ach, vom Schild. Wahrscheinlich sind das Bewachungspunkte. Da kann man schneller. Also ich würde jetzt tatsächlich mal mir Medizin 1 gönnen. Ah ne, erstmal muss ich mir Gardist gönnen. Für weniger Schaden. Ich habe eh nicht genug Forschungsmaterialien, also von daher. Also für 5% weniger Schaden, die Dinger könnte ich dir geben. Dann kann ich mir zwar nicht die 25% schneller heilen nehmen, aber das ist ja okay. Mal, können wir nicht Forschungsmaterial herstellen? Aus Blättern halt. Ich habe noch 7 Blätter. Ich habe 280. Ja gut, dann würde das gehen. Aber das ist wahrscheinlich an dem Tisch, den wir nicht haben, oder? Doch, doch, das dürfte hier hinten an... Ne, am Ledertisch, glaube ich, gehen. Ja, auf dem zweiten Reiter. Ja, gut, ich kann halt 22 könnte ich machen, 22 Material. 25 brauchst du, dann kann ich dir noch 7 geben. Ich brauche 25 insgesamt. Also 25 brauchst du für die 5% weniger Schaden und 100 bräuchtest du für das andere. Also fürs nächste. Gut, die 25 habe ich. Die 25 okay. Habe ich. Weil dann gönne ich mir das. Was hast du gesagt? Hier unter Kampf Anfänger Gardist. Ja. Und der bringt dir 5% weniger Schaden. Das nächste ist dann halt Medizin. Das erhöht die Heilkraft von Gegenständen. So, ich würde tatsächlich jetzt mal hier eine von den Kisten upgraden. Ja, das wäre gut, dass wir hier mal... Eisen, Nägel und Plastik. Ich werde ein paar Kisten upgraden, würde ich fast sagen. Eisen, Nägel, Plastik habe ich. Nägel, warum habe ich keinen Nägel einstecken? Muss ich erstmal Nägel machen? Ich kann dir zwei droppen. Ich kann auch kurz welche machen, alles gut. Okay, dann nehme ich mir die auch mal. Noch ja, nimm dir die mal. Die liegen hier gefährlich am Feuer, da werden die doch heiß. Da müssen wir aufpassen. Ich mache noch mal ein paar Pfeile. Nur die Steintruhe, die können... Oh, ich brauche noch die Eisenplatten. Das war der teure Part. Ich sehe schon. Die Steintruhe können wir mal upgraden. Und was war das daneben? Die Truhe würde ich auch gerne noch upgraden. Ich tue mal Eisenerz mit in die Steintruhe gerade. Du kannst es auch in die Eisentruhe tun. Ja, aber die war bis eben noch nicht abgegradet. Achso, ja, die habe ich immer noch nicht geupgradet, aber ich dachte, da wäre Platz. Ja gut, jetzt ist aktuell ist Platz, dann tue ich es da rein. So, aber dann kann ich den Stoff mal hier reinräumen. Da tue ich auch das Wartungskit mal rein und das restliche Benzin. Das Plastik natürlich auch, die Plastikteile auch. Auch wenn wir gesagt haben, wir wandeln die immer um für mehr Platz, ne, haben wir jetzt nicht gemacht. Können wir verkraften, glaube ich. Da tue ich jetzt auch mal meinen Baseballschläger rein, den benutze ich eh nicht. Plastikeisen. Warum habe ich jetzt auf einmal hier noch 100 Forschungsmaterial? Habe ich das nicht genutzt eben? Ne, ich habe es nicht geforscht. So, jetzt. Gut, also wegen mir könnten wir uns auf Tour machen. Ich bräuchte tatsächlich nochmal Essen, weil ich habe nur Pilze und meine Energie ist zwar voll, aber nicht auf 100%, sondern ausgekraut. Das heißt, ich gucke jetzt... Gammel. Ich habe irgendwo noch einen. Habe ich einen Gammelbogen oben rausgeschmissen oder?
Das ist seltsam. Rüste ich mir jetzt ein Fleisch? Das esse ich auch so gleich. So, Koordinatenjagd hieß es. Ja. Also, Jotva Journal, korrekt. Sie können fürs Entkommen notwendige Informationen erhalten. Begeben Sie sich zu den Koordinaten 14, 15 im dritten Raum des dritten Stocks des Krankenhauses. Okay, wir gehen zum Krankenhaus, Rian. Okay. 14, 00, 15, 29. Es war andersrum, als wir dachten. Das heißt, die 14 sind die Y-Koordinaten. Also einfach straight Richtung Norden. Ja. Müsste geradeaus durch Richtung Norden sein. Da in der großen Häusergruppe ist das dann, oder? Ja. Gut, das ist ein Krankenhaus. Also ich meine, das sollte man ja eigentlich checken. Ich mach mal trotzdem zu, ne? Nicht, dass Einbrecher reinkommen. Weißt du was? Ja, komm. Ich nehme das gerade noch mit. Hier liegt auch eins. Echt? Bei mir ist die Falle, ich die Falle Samen ist auch nicht drin. Ausgelöst, aber auch kein Samen. Aber ein Kaninchen lag da. Also ja, das war beim letzten Mal dann, wo ich es nicht sehen konnte. Wahrscheinlich. Also wenn wir ein Reh sehen, weißt du Bescheid, müssen wir umbringen. Dann können wir dir auch den Level 4er Bogen noch machen. Leck! Hat gerade hart weggeleckt. Oh, Kaffee trinken beim Bergsteigen ist vielleicht nicht die beste Idee. Oh, guck mal, Eisen, das würde ich gerade auf dem Weg mitnehmen wollen. Ja, mach das. Eisen ist immer wichtig. Ein Bussard. Bussard. Ich bin nicht hart, ich bin zart wie ein Bussard. Zwei Eisenerz und noch ein Küpfchen. Häuser. Ignorieren wir eigentlich Häuser und gehen direkt straight Richtung... Ja. Ich würde sagen, lass uns straight Richtung Koordinaten gehen und dann auf dem Rückweg die Häuser mitnehmen. Oder? Okay. Ja, also dann einfach lass uns mal, das Haus. Ich nehme mal an, wenn es ein Krankenhaus ist, da wird guter Loot sein. Und wenn wir auf dem Weg uns schon vollballern... So wie du zum Beispiel, der meint, er müsste jetzt schon Eisen abbauen. Ja, Eisen muss ich abbauen. Das ist natürlich, das steht außer Frage, Krieger. Ich meine, das ist Eisen. Hallo? Warum gehst du so weit Richtung Osten? Ich habe mir einen Punkt markiert. Ja, ich auch. Aber bei mir ist es halt straight Richtung Norden gewesen. Ja, bei mir auch, aber hier war was im Weg. Wartenbar. Hallo Kaninchen. Ist das die Stadt, in der wir waren? Ja, ich glaube schon. Es ruckelt trotzdem. Komme ich hier hinten raus? Ich geh einfach mal von Nein aus, also gehe ich gleich außen rum. Ja, das war die richtige Entscheidung. Ich kann noch nicht so hoch springen, dass ich hier an die Zäune drankomme. Ich wäre halt auch außen rum gegangen, nicht quer durch die Stadt, wo wir nicht wissen, ob wir durchkommen. Hier ist unser Lagerfeuer. Oh, da könnte ich das, warte, da kann ich das eine Fleisch gerade noch machen, was ich geholt habe. Das ist eine gute Idee, das mache ich auch. Upp. Direkt mal gesnackt, 100%. Läuft. Die Wichsers haben hier halt alle Zäune. Ja, deswegen war ich ja auf dem Weg außen rum. Hier ist ein Auto noch nicht gelootet. Stimme ich mit. Ich glaube auch tatsächlich, dass... Also die Stadt kommt mir wesentlich größer auf einmal vor als letztes Mal. Hallo Zombie. Ich glaube, wir haben nicht alles gesehen. Ich glaube, wir mussten dann zurück, weil Nacht war. Das kann sein. Aber ich dachte eigentlich auch, wir hätten die komplett gemacht, die Stadt. Dieses Geschrei immer. Da ist ein Exploder. Wo hinter dir. Hinter dir. Ah ja, ich sehe.
Wollen wir einfach rechts an ihm vorbei? Oh, hier rechts schreit auch irgendwas. Ja, das ist hinter dem Auto. Hinter dir. Oh. Zwei sogar. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Da ist ein Stein im Weg. Jetzt kommen sie alle zu dir. Hinter dir. Okay. Ja, lass uns. Ich glaube, dass diese hohen beiden Türme da vorne das Krankenhaus ist, wo wir hin müssen. Diese hohen beiden Türme da vorne. Wo siehst du, also wenn man jetzt die Straße lang guckt, also die Richtung, wo der Exploder auch ist, kommen rechts und links zwei so höhere Gebäudeteile. Okay. Und das wäre zumindest so das typische Gebäudeform von einem Krankenhaus. Sollen wir den Exploder angreifen oder sollen wir gucken, ob wir uns links vorbei, rechts vorbei sneaken können? Ich würde versuchen zu sneaken, weil das kostet nur Zeit ohne. Außerdem haben wir dann. Zieht natürlich jetzt hier relativ knapp rein. Außerdem haben wir dann nicht nur ihn, sondern auch noch 3, 4, 5 andere Zombies. Eben, ne? Ich finde es ja insofern ganz interessant, dass es ja scheinbar die Mechanik Schleichen gibt, weil man kann Schleichen skillen. Also man kann skillen, dass man leiser ist. Da ist ein Zombie hinter dir, der auf sich aufmerksam geworden ist. Oh, jetzt ja, auf mich. Ja, ein anderer ist auf dich aufmerksam geworden. Ich komme mal ein bisschen näher zu dir. Oh, da kommen ein paar von allen Seiten. Oh mein Gott. Wow. Halt, prügelt er direkt auf mich ein. Mach mal nicht. Hinter dir kommt noch einer. Ja, ich muss mal irgendwo hinrennen, wo ich ein bisschen Freiraum habe tatsächlich. Ich gehe mal hier durch den Autopark durch. Freie Fläche, sehr schön. Okay. Wir kämpfen jetzt auf Distanz, du ölverschmiertes Stück. Oh mein Gott. Was hier? Oh, ich bringe drei Leute mit zur Party. Okay. Das ist das noch Corona-konform. Wir sind insgesamt 5, das ist okay. An dem Moment. Bei mir nicht. Wir müssen die mal fragen, aus was für Haushalten die kommen. Nicht, dass die aus verschiedenen sind. Der eine ist direkt neben dir, warte. Oh, er rennt mit dir. Hallo, so nicht. So. Oh mein Gott, das ist ein Alien. Ja, der hat auch einen Arsch offen. Also die Hose vom Arsch. Oh, keine Ausdauer. Ungesund. Ich habe einen Pfeil im Kopf, auch ungesund. Gut, dass ich noch ein paar Pilze dabei habe. Ja. Die sind echt nützlich. Ich meine, ich habe zur Not auch noch zwei große Fleisch, ne? Also wenn es bei dir mal echt dringend ist, sag Bescheid. Du hast zwei große Fleisch mitgenommen? Ja. Ich hantiere hier immer mit kleinem Fleisch. Ja, die wollte ich dir für die fallen lassen. Du schießt nur mich an. Ja. Ich habe mehr Pfeile in mir als der Zombie. Ja. Du hältst ja auch still im Vergleich zu dem. Ich frag mich, ob ich einen Zombie tanken kann mit dem Schild. So, ich hatte auch noch einen Zombie auf der Straße getötet. Jetzt muss ich nur wieder orientieren. Wo war das? Ich glaube, hier vorne. Ja, da ist Loot. Den nehme ich mit. Also hier drüben, wenn man jetzt Richtung Norden guckt, da steht Emergency. An einem Gebäude. Ja, das ist ein Krankenhaus. Das sieht doch gut aus, oder? Das heißt, das hier ist irgendeine Fabrik und gar nicht das Gebäude. So. Okay. Guck da vorne. Ja, das müsste das Krankenhaus sein. Es war nicht der Punkt, den ich markiert habe. Ja, ich auch nicht, aber mein Gott. Wir finden den Weg. Ich habe ein Schild. Ob wir den Weg allerdings wirklich finden, seht ihr erst beim nächsten. Na? Nachdem wir die letzte Episode deutlich überzogen haben, haben wir heute einen Ticken kürzer, bevor wir wieder in Action reinkommen. Euch noch einen schönen Tag, danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen. Haut rein, bleibt gesund und bye bye.